Minuten später. Mittlerweile bekommen wir auch hier in Deutschland die Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine indirekt zu spüren. Der Liter Sprit kostete heute mehr als 2 Euro, so viel wie noch nie. Und das dürfte erst der Anfang von steigenden Energiepreisen sein. Darüber spreche ich gleich mit Vizekanzler Robert Habeck. Blicken wir aber zuerst in die Ukraine. Auch heute haben wieder unzählige Menschen versucht, die besonders umkämpften Regionen des Landes zu verlassen und in Richtung Westen hauptsächlich zu fliehen. Viele aber sitzen fest, eingeschlossen in ihren Städten, denn hinauszukommen ist viel zu gefährlich. Eine Frau im Abendkleid, die ein ukrainisches Volkslied spielt, in einem Luftschutzkeller in Kharkiv. Vera Litovchenko heißt die Musikerin. Dieser Keller ist seit 13 Tagen ihr Schlafzimmer, ihr Wohnzimmer, ihre Küche. Ihre Heimatstadt, das ostukrainische Kharkiv, ist eine von 5 Städten, für die heute eine Waffenruhe vereinbart wurde. Was hat Vera davon mitbekommen? Wir erreichen sie per Videoanruf. Heute ist es ruhig. Sie haben uns bis 5 Uhr morgens bombardiert, aber gerade ist es ruhig. Vera ist nicht allein im Keller. Sie lebt hier mit ihrer sogenannten Luftschutzbunkerfamilie. Jeden Morgen gehe sie für eine Stunde hoch in ihre Wohnung, um sich die Zähne zu putzen und sich zu waschen. Noch gebe es Essen. Den sogenannten Fluchtkorridoren traue sie nicht. Es ist zurzeit gefährlich, im Raum Kharkiv unterwegs zu sein, denn da sind russische Truppen. Es wird bombardiert. Ich glaube, es ist gefährlicher als hier in unserem Keller. Maybe it's more dangerous than our situation in this cellar. Die Stadt Sumy, rund 180 Kilometer nordwestlich von Kharkiv. Heute Nacht gab es hier noch Luftangriffe der russischen Armee. Doch seit heute Morgen gilt auch für Sumy eine Waffenruhe und es gab offenbar einen funktionierenden Fluchtkorridor. Diese Bilder haben ukrainische Behörden veröffentlicht. Sie zeigen Ukrainer und ausländische Studierende, die mit Kleinbussen weggebracht werden. In Sumy erreichen wir Elia. Die 21-jährige Studentin will hier bleiben, obwohl die Stadt immer wieder heftig beschossen wird und sie auch schon Angehörige verloren habe. Es gibt Wasser, aber Lebensmittel sind sehr knapp, weil die Lieferungen in die Stadt nicht richtig stattfinden können. Die Regale in den Supermärkten sind leer, aber wir sind nicht wählerisch. Wir gehen hier nicht weg. Wir helfen, wie wir können, unseren Kämpfern, unseren Verteidigern. Die Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine. Auch hier sollte es heute eine Waffenruhe geben und einen Fluchtkorridor. Doch die Menschen haben erneut vergeblich darauf gewartet. Das Rote Kreuz spricht von einer apokalyptischen Situation, denn alle Vorräte würden zu Neige gehen. Wo ist mein Haus? Wir haben nichts, weint diese Frau. Und doch bleibt ihr keine Wahl. Sie muss weiter in den Trümmern ausharren. Um es den Menschen in diesen besonders umkämpften Städten zu ermöglichen, diese zu verlassen, wird immer wieder von sogenannten Fluchtkorridoren gesprochen, die eingerichtet werden sollen. Dafür sollen die Waffen ein paar Stunden schweigen, doch es kommt immer wieder zu Zwischenfällen. Heute sollen angeblich an 5 Orten in der Ukraine russische Truppen das Feuer eingestellt haben, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Bestätigt ist bislang, dass in Sumy in der Ostukraine Menschen in Dutzenden Bussen ins Landesinnere weg von der Front gebracht wurden. Auch für eine Evakuierung aus Mariupol standen Busse bereit, um die Menschen zu evakuieren. Allerdings habe es niemals eine Zusage für eine sichere Reise gegeben, so die ukrainische Regierung. Um im bisher schwer umkämpften Irpin bei Kiew konnten laut ukrainischen Behörden tausende Menschen Richtung Hauptstadt evakuiert werden. In Kiew habe ich vor einer guten Stunde mit dem Schweizer Journalisten Kurt Pelder sprechen können. Er ist Reporter für die Weltwoche und ich habe ihn dazu befragt, wie er die Situation in Kiew empfindet. Erstmal vielen Dank, Herr Pelder, dass wir heute Abend mit Ihnen sprechen können. Sie haben ja aus Vorsicht das Licht gedimmt. Wie nehmen Sie denn die aktuelle Lage in Kiew wahr? Ja, man muss verdunkeln. Also auch Züge, die jetzt durch Kiew fahren, Richtung Westen mit den Flüchtlingen, da werden alle Jalousien runtergelassen und an gefährlichen Stellen wird das Licht im Zug ausgeschaltet. Die Leute halten sich ganz streng an die behördlichen Vorgaben. Also ich habe hier die Vorhänge gezogen und das Licht gedimmt. Darum ist es hier so dunkel.
Aber ansonsten ist es relativ ruhig jetzt in Kiew zu diesem Zeitpunkt, wo wir sprechen. Ja, heute war ein extrem ruhiger Tag. Im Norden gab es ein paar Explosionen. Ich habe aber kein einziges Flugzeug gesehen. Ich war einkaufen, habe Geld abgehoben. Eigentlich für einen Krieg ein ziemlich normaler Tag. Bis gestern, da waren Sie ja in Kharkiv, da war die Lage ganz anders. Eine Stadt, die viel stärker angegriffen wird. Was haben Sie da gesehen? Wie ist die Versorgungslage der Menschen? Und wie gehen die Menschen dort mit den Angriffen der russischen Armee um? Ja, in Kharkiv sieht man sehr viel mehr Zerstörungen als hier in Kiew. Die Versorgungslage ist, würde ich sagen, beim Essen wird knapper. Also ich habe in der ganzen Zeit, glaube ich, nur einmal warm gegessen und sonst immer irgendwelche altes Brot und was man halt so kriegt. Man steht in den Supermärkten 2 Stunden an, um etwas zu essen zu kaufen. Benzin ist das größte Problem und Diesel, da sind die Schlangen 1 Kilometer lang vor den Tankstellen. Die Leute versuchen natürlich ein bisschen Vorräte anzulegen, also die planen in Kharkiv zu bleiben und stellen sich auf das Schlimmste ein. Sie haben ja jetzt Kharkiv gestern verlassen, da gab es keine offizielle Feuerpause. Wie sind Sie aus der Stadt herausgekommen und was haben Sie dabei erlebt? Ja, ich hatte erwartet, dass lange, lange Schlangen am Bahnhof sind. So war es in den Tagen zuvor. Aber als ich da ankam, waren nur wenige Leute und der Zug wurde dann gefüllt. Ich war innerhalb einer Viertelstunde war ich im Zug, hatte einen Sitzplatz. Und dann, als der Zug näher an Kiew rankam, da kam es dann wirklich zum Teil zu Szenen, wo Leute, die unbedingt in den Zug wollten, versuchten, den Zug zu stürmen. Die Miliz musste die zurückdrängen, ein paar wenige haben es reingeschafft. Das waren dann also schon Szenen, wo man sah, Leute haben Angst, Leute wollen weg. Und der Zug war am Schluss also wirklich total voll. Also alle Stehplätze, überall waren Menschen. Sie haben ja auch im Syrienkrieg aus Aleppo berichtet und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, ob es möglicherweise eine ähnliche Taktik jetzt durch die russischen Truppen geben könnte. Was befürchten Sie für Kiew? Was befürchten Sie für die anderen Städte jetzt in den nächsten Tagen? Wie weit oder wie nah sind die schon am Schicksal einer Stadt wie Aleppo? Noch sehr weit entfernt. Also in Aleppo hat die ganze Sache Umzingelung, Eroberung, Bombardierung 4 Jahre gedauert. Aleppo ist halb so groß wie Kiew. Also wenn die Russen dasselbe hier machen wollen, dann wird das dauern. Vielleicht nicht 4 Jahre, aber es wird lange dauern. Und hier haben sie einen Gegner, der geeint ist, im Gegensatz zu den Verteidigern von Aleppo. Hier haben sie einen Gegner, der Luftabwehrwaffen hat, Panzerabwehrwaffen, der hochmotiviert ist, der auch schwere Artillerie hat und Panzer. Also das ist ein ganz anderer Kampf als in Aleppo. Vielen Dank, Herr Pelder, für diese Schilderungen von Ihnen jetzt aus Kiew. Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute für die nächsten Tage und vielleicht sprechen wir uns ja auch nochmal. Vielen Dank. Danke auch. Sehr gerne. Und jetzt wollen wir von Kiew in den Westen der Ukraine blicken. Dort bin ich jetzt live mit unserem Kollegen Olaf Bock verbunden. Olaf, da wo Sie sind, ist der Krieg noch nicht so angekommen wie in Kharkiv und Mariupol. Aber wie bereiten sich denn die Menschen dort, wo Sie jetzt sind, auf den Krieg vor? Ja, gefühlt ist hier, glaube ich, auch schon Krieg. Wenn man sich umschaut, sieht man, dass es hier dunkel ist. Das hat damit zu tun, dass die Stadtverwaltung angeordnet hat, abends das Licht auszuschalten, dass eben auch keine möglichen Bombenziele gesehen werden. Und einige Menschen, habe ich gesehen, haben auch ihre Zimmer verdunkelt. Es gab hier schon Bombenalarm in diesem Ort, aber da gab es noch keine Angriffe. Das heißt, Sirenen haben geheult. Aber die größte Sorge sind mögliche Sabotageakte. Und wenn man jetzt mal hier reinschaut, das ist ein Freiwilligenzentrum. Hier gibt es mehr als 1000 Menschen, die sich hier an diesem Ort schon gemeldet haben, Freiwillige, die in der Stadt, in der Kleinstadt patrouillieren und Ausschau halten nach Menschen, die verdächtig sind und die möglicherweise Sabotageakte oder Terrorakte vorbereiten. Und ich habe mir sagen lassen, auch wir sind schon ein paar Mal fotografiert worden bei unseren Dreharbeiten hier. Und das ist eine Seite, das sind die Freiwilligen. Und dann gibt es eben noch Menschen, die sich auch zu Hunderten oder Tausenden aus der Region schon gemeldet haben in der nahegelegenen Kaserne, die sagen, sie wollen in den Kampf reingehen und wollen eben teilnehmen. Die werden dort registriert. Soweit ich erfahren habe, wurden sie jetzt noch nicht
natürlich eingezogen. Aber auch da ist die Bereitschaft, das Land zu verteidigen, sehr groß. Und ich habe jetzt gestern noch ein paar Menschen getroffen, die aus Amerika gekommen sind, Belgien und den Niederlanden. Und das sind Freiwillige, die haben gesagt, sie sind Sanitäter. Und sie wollen von hier aus Richtung Kharkiv, Richtung Cherson und Richtung Kiew fahren und da Menschen helfen, die verletzt sind. Vielen Dank, Olaf Bock, für diese Einschätzung, Schilderung live aus der Westukraine. Ja, was den Militäreinsatz in der Ukraine angeht, da ist die Haltung der NATO ganz klar. Den wird es nicht geben. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn dann noch, Druck auf Präsident Putin zu machen, wenn militärische Mittel ausgeschlossen sind? Noch härtere Wirtschaftssanktionen? Deshalb diskutieren alle jetzt über die Frage der Energielieferungen aus Russland. US-Präsident Joe Biden hat heute angekündigt, auf Ölimporte aus Russland künftig verzichten zu wollen. Großbritannien will dasselbe bis Ende diesen Jahres tun. Und Deutschland ist bislang sehr zurückhaltend und gegen ein solches Energieembargo gegenüber Russland. Deutschlands Abhängigkeit von russischer Energie ist gewaltig. Rund 55% unserer Gasimporte kommen aus Russland. Dennoch sind Experten überzeugt, Deutschland könnte auch ohne russische Energie auskommen. Wir sind aktuell für diesen Winter eigentlich ausreichend versorgt. Die Gasspeicher sind noch zu 30% voll. Wir würden auch über den Sommer kommen. Aber im nächsten Winter könnte es knapp werden. Deswegen müssten wir jetzt alles daran setzen, die Energieversorgung für den nächsten Winter zu sichern. Kurzfristig sei es möglich, mehr Flüssiggas aus anderen Ländern einzukaufen. Strom könnte statt aus Gaskraftwerken vermehrt aus erneuerbaren Energien kommen und aus Kohle. Die wird zwar ebenfalls aus Russland importiert, kann aber genau wie Öl vergleichsweise einfach aus anderen Ländern kommen. Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer rät deshalb jetzt zeitweise stärker auf Kohlestrom zu setzen. Und das, obwohl er sich seit Jahren für einen schnelleren Kohleausstieg einsetzt. Wir leben jetzt in außergewöhnlichen Zeiten. Wir haben in Europa Krieg und auf diese Kriegswirtschaft muss man dann eben auch mit unkonventionellen Maßnahmen reagieren. Und wir müssen in diesen sauren Apfel beißen, vermehrt Kohlekraftwerke zu nutzen. Das CO2, so Edenhofer, müsse dann an anderer Stelle eingespart werden. Schon jetzt ist absehbar, dass Energie noch deutlich teurer werden wird. Gezielte Entlastungen seien notwendig. Es ist wichtig, hier die kleineren und mittleren Einkommen zu adressieren. Man könnte auch bei der Stromsteuer noch mal anpacken. Die Stromsteuer ist ja noch nicht reduziert worden. Ein Importstopp sei zwar für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland schmerzhaft, er würde aber vor allem Russland stark treffen, denn Gas und Öl sind dort die wichtigste Einnahmequelle. Wenn wir wollen, dass der Krieg nicht weiter durch uns mitfinanziert wird, dann bleibt uns im Kern dieses Öl- und Gasembargo. Vorbereitungen auf ein Leben ohne Energie aus Russland scheinen auf jeden Fall sinnvoll. Denn die russische Regierung droht inzwischen damit, die Gaslieferungen von sich aus einzustellen. Genau, gestern war das. Da hat Russland zum ersten Mal offen damit gedroht, Europa den Gashahn zuzudrehen. Russlands Vizeregierungschef Novak sagte, man habe das volle Recht, ein Embargo zu erlassen. Unter anderem darüber habe ich vor einer guten Stunde mit Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck gesprochen. Guten Abend, Herr Habeck. Sie haben ja gesagt, dass Sie nicht glauben, dass die russische Regierung den Gasstopp jetzt unmittelbar durchsetzen wird. Sind Sie da optimistisch, realistisch oder vielleicht auch ein bisschen naiv? Denn Putin hat ja mittlerweile schon viele Dinge umgesetzt, von denen wir nicht glaubten, dass er es tun würde. Nein, letzteres habe ich ja eingeräumt. Ich habe gesagt, ich halte es für nicht vernünftig und in dem Sinne für nicht realistisch, dass sie es tun. Aber der Krieg war auch nicht vernünftig und er hat trotzdem stattgefunden. Das heißt, dass im Kreml offensichtlich nicht mehr die Vernunft regiert, sondern emotionsgeleitete Entscheidungen getroffen werden. Und insofern ist es genau richtig, wie Sie sagen, nichts ist ausgeschlossen. Jetzt ist es ja so, dass die USA bereits Fakten geschaffen haben. Präsident Biden hat heute ein Energieembargo gegenüber Russland ausgesprochen. Das betrifft für die USA vor allem das Öl. Die Bundesregierung und Sie auch sind aber gegen ein unmittelbares Energieembargo. Warum? Die Lage in der USA ist eine völlig andere. Die USA hat auch ein Gasembargo ausgesprochen, macht Fracking-Gas. Sie
fördert selber ja Gas und will es auf der ganzen Welt verkaufen. Und die USA ist auch ein Ölexportland, also produziert mehr Öl und verkauft es auf den Weltmärkten. Ich war ja gerade da, ich habe mit allen Partnern darüber gesprochen, die haben den Schritt angekündigt. Sie haben gesagt, wir können es tun. Wir wissen, dass ihr es nicht tun könnt, ohne erhebliche wirtschaftliche Verwerfungen zu riskieren. Und deswegen erwarten wir es nicht nur nicht von euch, sondern wir denken, es ist nicht vernünftig, wenn ihr es tut. Das sagen die USA. Jetzt wäre es aber natürlich ein sehr starker wirtschaftlicher Hebel der EU, dieses Energieembargo in die Welt zu setzen. Denn täglich zahlt die EU für Energieimporte rund 1 Milliarde Euro an Russland. Das ist natürlich Geld, was Putins Kriegskasse füllt. Das ist so. Das gilt vor allem für die Ölimporte. Da sind die großen Gewinne. Das Problem ist, dass wenn wir das tun und die Lieferketten reißen, dann reden wir nicht über autofreie Sonntage oder so etwas, sondern dann reden wir über schwere Schädigungen des wirtschaftlichen Kreislaufs, über Arbeitslosigkeit, über große gesellschaftliche Schäden. Und dann ist die Frage, halten wir das durch? Wenn wir jetzt ein Importembargo aussprechen, müssen wir in der Lage sein, es auch 3 Jahre lang durchzuhalten, nicht nur 3 Tage. Und ich habe keine Sicherheit darüber, dass das möglich ist. Im Gegenteil, Daten, die sagen, dass wir dann im Land schwere ökonomische Verwerfungen haben werden. Jetzt hat ja die Leopoldina heute eine Stellungnahme veröffentlicht. Die wissenschaftliche Fakultät kommt zu dem Schluss, dass es die Möglichkeit eines kurzfristigen Lieferstopps für russisches Erdgas aus Russland, dass das durchaus möglich wäre, das hier aufzufangen. Das Problem wäre dann eben tatsächlich erst bezüglich des nächsten Winters. Es wäre möglich, das aufzufangen, wenn kurzfristig Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel Flüssiggasimporte, zentrale Beschaffung durch die EU oder eine stärkere staatliche Regulierung. Also die Leopoldina sagt, es wäre möglich. Und Sie sagen, es ist nicht möglich. Nein, es ist möglich. Das habe ich ja auch immer gesagt. Jetzt reden wir über Erdgas, über diesen Winter zu kommen und auch über Frühling, Sommer und auch den Herbst. Dafür haben wir Vorsorge getroffen. Seit Dezember sind wir dabei, auch staatlicherseits dafür zu sorgen, dass die Speicher nicht leer laufen. Das heißt, auf der Gasseite sind wir für die Nahsicht sichtbar, sicher. Für den nächsten Winter allerdings kann ich noch keine Entwarnung geben. Und das tut ja die Leopoldina offensichtlich auch nicht mit ihrer Studie. Und was wäre das für ein Zeichen, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen jetzt einen Gasimport-Stopp, also ein Embargo für russisches Gas und sagen dann in ein paar Monaten, jetzt halten wir es nicht mehr durch. Abgesehen davon, dass schon jetzt die Preise dann astronomisch werden würden. Also insofern ist die Rechnung der Leopoldina eine, die abstrakt ist, aber nicht die Wirklichkeit in Deutschland widerspiegelt und auch nicht die politische Wirklichkeit. Danke, Herr Habeck, bis hierhin. Sie haben gerade selbst die astronomischen Preise angesprochen. Ich habe es ja zu Beginn der Sendung gesagt, noch nie hat der Liter Sprit in Deutschland 2 Euro gekostet. Das ist ein Rekordhoch. Durch den Krieg in der Ukraine ist der internationale Ölpreis in die Höhe geschnellt und wird es auch noch weiter tun. Wir haben uns heute mal im Land umgehört, was die Menschen darüber denken. Preisschock an der Tankstelle. Über 2 Euro kosten der Liter Benzin und Diesel seit dem Wochenende. Tendenz weiter steigend. Die starke Abhängigkeit von russischen Gas- und Öllieferungen und die Drohung Moskaus, die Versorgung einzustellen, treiben die Preise an. Viele Autofahrer zeigen sich besorgt, haben aber auch Verständnis. Meine Angst ist eher, dass es noch vehement viel mehr wird. Also, dass es viel schlimmer wird. Dass ich heute noch billig tanke. Die Sorge ist da, aber im Moment sind andere Sorgen in der Welt wichtiger als die persönlichen, finanziellen. Ich sehe das ein, dass jetzt die Preise nach oben gehen, weil ja auch viele internationale Konzerne sagen, wir nehmen kein russisches Öl mehr ab. Und dann ist das ein kleiner Beitrag, den wir auch dafür zahlen, dass es vielleicht in der Ukraine zu irgendeiner Lösung kommt. Die hohen Energiekosten belasten auch die Unternehmen und die gesamte Wirtschaft. Waren aller Art werden dadurch teurer. Besonders auch Nahrungsmittel. Die ohnehin hohen Preise haben durch den Ukraine-Krieg einen erneuten Schub erhalten. Sorgenvolle Stimmen auf diesem Wochenmarkt in Frankfurt am Main. Man merkt schon, dass die Preisspirale jetzt angezogen hat. Es wird wahrscheinlich noch stärker, vermute ich mal. Also im Augenblick tangiert es mich noch nicht sehr, aber das wird auf jeden Fall noch ein Thema werden. Macht mir schon Sorgen, ja. Ich bin selbst Rentner. Und meine Rente steigt nicht in diesem Zusammenhang,
Schön wär's. Wenn es da nicht irgendwie bald eine Einigung gibt, dann wird ein taffer Sommer werden oder Frühjahr und dann Sommer werden, bin ich überzeugt. Teure Energie, hohe Preise, schwächelnde Konjunktur. Der Ukraine-Krieg trifft die Verbraucher auch hierzulande deutlich spürbar. Herr Habeck, wir haben gerade einzelne Stimmen gehört. Wir haben aber auch eine repräsentative Erhebung, den Deutschland-Trend von Donnerstag vergangener Woche. Und da sagen 2/3 der Deutschen, sie würden Maßnahmen gegen Russland auch dann befürworten, wenn es zu Energieengpässen kommen könnte oder wenn die Energiepreise steigen würden. Das heißt, möglicherweise sind die Deutschen schon weiter, als Sie es jetzt gerade sehen. Und müssen wir nicht eine offene Debatte darüber führen, ob das der Preis ist, den wir für möglicherweise weniger Krieg und die Hoffnung auf Frieden in Europa zahlen müssen? Wenn die Bevölkerung bereit ist, höhere Preise zu zahlen, dann ist das ja eine interessante Aussage. Denn eigentlich führen wir eine Debatte, Entlastung zu geben. Also die meisten Stimmen, die ich höre, sagen, die Preise sind zu hoch. Wie helft ihr uns denn, dass die Preise wieder runtergehen? Aber wenn der Zusammenhang jetzt von Ihnen hergestellt wird, wir alle sind bereit, mehr Geld zu zahlen, damit wir unsere Importabhängigkeit reduzieren, dann ist das eine interessante Aussage, die ich so bisher noch gar nicht wahrgenommen habe. Nehme ich zur Kenntnis. Also das ist, wie gesagt, der Deutschland-Trend von vergangener Woche. Da geht es ja auch immer darum, wie viel teurer wird es. Aber zu den einkommensschwachen Haushalten, darf ich noch ganz kurz was von der Leopoldina wieder einfügen? Zu den einkommensschwachen Haushalten. Die hat natürlich auch gesagt, die Leopoldina, das wird das Problem werden. Und sie schlägt vor, diese gezielt zu kompensieren. Zum Beispiel über einen europaweit einheitlichen CO2-Preis für alle Sektoren. Das ist ja eine urgrüne Forderung. Das wäre doch eigentlich in Ihrem Sinne, oder nicht? Erst einmal muss man sagen, dass die Preise, die wir im Moment jetzt zu verzeichnen hatten am Wochenende, aufgrund der Ankündigung allein, dass die USA, und zwar nur die USA, Öl nicht mehr importieren wollen von Russland, so hoch gegangen sind. Wir reden noch nicht über ein Szenario, wo tatsächlich kein Öl mehr nach Europa von Russland kommt. Die Preise werden dann nicht bei 2 Euro stoppen, vermute ich jedenfalls. Die CO2-Steuer ist ein weiterer Aufschlag auf die Preise, der ja gedacht wurde, über den Preis einen Lenkungseffekt zu haben. Den haben wir jetzt natürlich im Markt. Was wir jetzt brauchen, ist eine politische Agenda, die die Kriegsgewinne, die hohen Dividenden, die einige kassieren, die billig Öl produzieren und es hochverkaufen, die in die Pflicht nimmt. Und daran sollte gearbeitet werden, dass nicht noch einige sich, und das könnte auch Russland betreffen, die Taschen voll machen dafür, dass die Preise durch Spekulation über Kriegsgewinne jetzt so hochgetrieben werden. Danke, Robert Habeck, für dieses Gespräch. Ich danke. Und das war unser Brennpunkt für heute. Danke für Ihr Interesse. Ab 22.10 Uhr beschäftigt sich Report Mainz auch monothematisch mit dem Krieg und geht unter anderem auf eine Reportagereise durch die russischsprachige Community in Deutschland. Und im Anschluss bringen wir Sie in den Tagesthemen wieder auf den aktuellen Stand. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.